Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Warhammer 40k. Die Auslöser vom Dienst, möchte man eigentlich schon fast sagen. Ja, das Mädchen für alles. Ja, wir müssen nur die Drecksarbeit machen. Ja. Aber diesmal gute Drecksarbeit, denn wir können springen. Ah, schon viel besser. Ja, schon heißt, ein bisschen. Ja, das heißt aber auch, wir müssen jetzt auch nach oben gucken. Wenn ich jetzt... Oh, warte mal. Wenn ich... Nee, das nicht, aber das. Ach, nee, schade. Okay. Sobald springt er dann doch nicht, sagst du. Nee, also, nee, von der Weite her ist es nicht das Problem. Glaube ich. Ja. Da hochzukommen, wollte ich eigentlich mal gucken. Ach so, doch. Okay, so als Übung, das war okay. Ja, dass man halt mal weiß, okay, das funktioniert. Oder das funktioniert halt nicht. Da drüben. Oh. Da. Oder beziehungsweise da. Kann ich auch, wenn ich während des Fallens hier? Nee, ich muss, glaube ich, festen Stand haben, wa? Ja, ich glaube schon. Rennen? Nee, kann man da. Aha. Ja. Nee, wo bin ich denn jetzt? Oh, hä? Wie ist der denn gesprungen? Ja, man kann nämlich schweben, steht nämlich hier gerade dran. Ja. Aber erstmal da hochkommen wieder. Scheiße. Gar nicht so einfach. Linke Shift, um im Moment in der Luft zu schweben. Ah, guck mal an. Verstehe. Nein. Ja, gut, okay. Interessant. Sehr schön. Und dann noch extra. Ach du heilige Scheiße. Ja, das, ist, ja, das geht alles. Wow. Ist ein bisschen komplexer jetzt geworden, das Ding. Das finde ich super. Boah. Wir müssen da hinten. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Ja, richtig. Sprungmodul aktiv. Ich springe. Ja, danke für die Vorwarnung. Ja. Was haben wir hier? Meldgewehr. Der meldet dich dahin. Kannst du dich da anmelden. Super. Lol, so weit. Okay, alles klar. Nice. Ja, Gabriel, was ist da los? Was ist denn mit ihm los? Das sah gut aus. Okay, nice. Na denn, na denn. Ja, dann war rein da, im Bums. In den Aal. Uah. Ja, macht uns ja nichts aus. Aber hier unten ist auch nichts. Ich wollte nur mal gucken. Die haben wieder Höhenangst, ne? Du? Ja, ja. Xenos Ungeziefer. Macht euch die Sprungmodule zunutze. Sei schnell wie der Blitz und übermannt. So. Easy. Wollte ich schon mal haben. Ja, das ist natürlich jetzt ganz anderer Schnack. So nämlich. So ist ein Schießen, aber. So? Dann zielen und dann schießen. Scheiße. Okay, mitten rein. Okay, das ist schon geil. Einfach auf das Vieh draufspringen.
Herrlich. Oh Gott. Ja, das ist natürlich... Geil. Zwei Finisher nebeneinander. Sehr geil. Schönes Ding. Oh. Das macht voll, das ist voll geil. Aber sowas von. Jetzt ist man direkt mobiler unterwegs. Ja. War das hier Phase? Können wir nicht lang, schade. Oh, ach, da hinten kommen noch welche. Okay. Ja? Nix. Okay, gut. Wo ist denn hier einer? Irgendwo muss ja einer schweben. Das weiß ich nicht. Bin gerade ein bisschen unten. Nee, ah, nee, da hinten schießt die grüne Scheiße auf mich. Da hinten schießen grüne Scheiße. Ach da! Achso, der ist schon. Ja gut, okay. Ja, ja, ja. Ist auch wild. Nice. Okay. Ah. Ach, oh lol. Okay. Hm? Du kannst auch einen Spurt nach vorne machen, so wie das aussieht. Ja genau, wenn du nur andrückst. Gedrückt halten ist Sprung nach oben. Genau. Der sich durch Zufall gesehen hier oben. Oh lol. So ein Wiederbelebungsding, wenn du willst. Ja. Okay. Ich sag ja, du musst ja jetzt wirklich nach oben gucken. Naja. Dass du irgendwo ein paar Secrets siehst. Schlau, schlau, schlau. Ah, da ist wieder so ein Flugvieh. Flugviech. Wir kennen die Gegner ganz genau. Wir wissen, wie die heißen. Ja. Flugviech. Ja, ist doch der legitime Name dafür. Wir sehen das Flugvieh so fertig. Das ist... Wie der einfach an mir vorbeilaufen. Ah. Ah, okay, doch nicht. Oh Gott, was ist denn hier los? Ach du Heiliger. Wir vergeuden unsere Zeit. Bringt die Ladungen in Position. Boah, die sind lästig, diese Flug-Heinis. Einer weniger. Ja. So, weiter weg. Das ist gut.
Alter, was passiert denn da? Ich weiß es nicht. Ja, Scharfschützengewehr, das ist besser. Dann kann man die blöden Viecher mal runterholen. Das kann man, ja. Aufgefüllt. Wir vergeuden unsere Zeit. Ja, ja. Ladungen in Position. Was wird da mit Ladungen da unten anbringen? Oh. Ja, hab was platziert. Ja. Ich geh mal hier weg. Beide platziert. Hier müssen wir. Oh. Ach so. Ja, das sind ein paar mehr noch. Tatsächlich. Nummer 3. Bis das ganze Grünzeug hier weg ist. Jetzt werde ich hier gerade vergiftet. Ja, natürlich. Ja. Ausrüstung gefunden. Wo bist du gerade? Ach, da unten. Ja. Hier unten. Hier unten. Ja. Nice. Weil ich war nämlich ganz oben. Wer ist der Nächste? Okay, platziere. Ja, sehr gut. Hier liegt Medikit. Sprengstoff ist bereit. Ladung in Position. Sprengbereich räumen. Sie. Such das Gebiet ab. Nichts. Nur die Rubicon-Operation. Wann? Vor 2 Tagen. Sucht schon! Na los! Wir sollten gehen. Ich sagte, mir geht's gut. Losig ist tot. Die Mission ist vorbei. Der Schuldige ist längst verschwunden. Mein Lord, Sie können nicht mit. Laut dem Befehl. Scheiß auf den Befehl. Der Befehl stand. Sie können nicht. Unser Leutnant ist verwundet. Du kannst mich nicht aufhalten, Bruder. Wir gehen auf das Schiff. Oh.
Der Captain enthält uns etwas vor. Akeran würde uns niemals hintergehen, Gadriel. Und wo hat Demetrian Titus dann vorher gedient? Und warum steht er so kurz nach einer Operation schon wieder auf dem Schlachtfeld? Sergeant Venti hat erwähnt, ein Deathwatch-Team, das die Virusbombe auf Kadako gezündet. Leutnant? Bruder, habt ihr euch erholt? Hab ich. Die Apothekari sollten sie untersuchen. Das ist weder nötig, noch zeitlich machbar. Selbst Margos Galio macht sich Sorgen. Hört wenigstens auf ihn, wenn unsere Meinung schon egal ist. Wenn so etwas noch einmal passieren sollte, könnte das den gesamten Trupp in Gefahr bringen. Das kann warten. Ich muss Captain Akeran sprechen. Zu Befehl. Ja. Yeah. Ich traue dem Gadriel nicht. Dem Gadriel? Ja. Also unserem NPC? Ja. Dem traue ich nicht, weil ich... Er sollte ja eigentlich der Anführer werden, aber dann kam es dazu. Und ich glaube, das schmeckt ihnen halt so gar nicht. Ja, okay, könnte sein. Ja, so ein bisschen Neid vielleicht, so ein bisschen nach dem Motto, ja, ich bin noch der Bessere. Irgendwie so. Ich weiß nicht, ich habe da so ein ganz blödes Gefühl. Aber andererseits kann er das gar nicht sein, weil er ja eigentlich ein Spieler ist, der nur ersetzt ist. Ja, klar, aber... Weiß man ja nicht. Eure Bemühungen mit dem Schwarm waren bemerkenswert. Das war ein herrlicher Anblick, Bruder. Ich muss Akeran Bericht erstatten. Entschuldigt mich. Imperator, schütze uns. Na gut, werden wir sehen. Wirklich das Werk des Erzfeindes? Gibt es daran Zweifel? Vielleicht steckt nur eine Handvoll Fanatiker dahinter. Ein paar Kultisten können keinen Thunderhawk zum Absturz bringen. Er hat recht. Der Erzfeind ist hier. Er hat sich zu erkennen gegeben. Es muss einen Grund geben, warum er Nosik tot sehen wollte. Ja, wegen dieser... Ja. Wenn wir... Einmal auf den Rücken fallen, ne? Dann bleiben wir so liegen. Ja, Schildkröte. Was ja. Zur Hölle ist da unten passiert? Nosik wurde umgebracht. Im Adeptus Mechanicus Bericht stand Antriebsschaden. Ich hab was anderes gesehen. Sergeant? Verräter. Chaos. Sind Sie sicher? Ohne jeden Zweifel, Sir. Räumt die Brücke. Nosik war Leiter eines streng geheimen Forschungsprojekts. Aurora. Was ist es? Eine Waffe. Und die Diener des Chaos wissen jetzt davon. Jetzt, wo Nosik tot ist, gibt es nur einen, der die Arbeit fortsetzen kann. Morias Luz, Nosiks Lehrling. Er wird zurzeit vermisst. Zuletzt hielt er sich in einer Mechanikusanlage auf Avaax auf, in der es von Tyranniden jetzt nur so wimmelt. Damit kommen sie in den Koji-Täter in der Anlage. Von dort können sie auf Luz Tracker zugreifen. Wir nehmen umgehend Kurs auf Avaax. Seien Sie bereit, sobald wir den Orbit erreichen. Sir. Was war auf dem Schiff mit Nosik? Wieso wollen Sie das wissen? Der Mechanicus wollte es unbedingt haben. Doch der Feind hat es nicht angerührt. Was es auch ist, ohne Luz... ist es nutzlos für uns. Leutnant, es wird dauern, bis wir Avaax erreicht haben. Genug Zeit für eine Untersuchung. Na schön, wenn ihr darauf besteht. Margos Galio ist in der Rüstkammer. Ja, dann wollen wir doch mal dahin, oder was? Ja, bitte. Nach Ihnen. Jawohl. Jetzt lass ich ihn die mal untersuchen da. Prostata oder sowas. Wahrscheinlich zu viel Eisen im Körper. Ja, nicht nur im. Ja.
Woher wusstet ihr von Aurora? Ich habe den Namen in einem Bericht gesehen, der größtenteils zensiert war. Ich wäre lieber auf Kadako geblieben, um die Heretiker zu jagen, die unsere Brüder entehrt haben. Wir werden sie auf Avarax aufspüren. Falls Luz überhaupt noch lebt. Woran auch immer die Tech-Priester arbeiten, es ist noch hier in diesem System. Die schlimmste Schlacht steht uns vermutlich noch bevor. Ja, wenn der Sensenmann hier ist, sowieso. Ja. Titus, ich hörte, sie sind zusammengebrochen, als sie auf die verdorbenen Schiffstrümmer trafen. Das bereitet mir Sorgen. Nur eine Nachwirkung der Operation. Ich bin vollständig genesen. Sergeant Gadriel, ich verlasse mich darauf, dass Sie da sein werden, sollte Ihr Bruder einen weiteren Anfall erleiden. Ja, Bruder Chaplin. Wenn wir es tatsächlich mit dem Erzfeind zu tun haben, könnten sich jegliche Schwächen bis in die Seele ausbreiten. Wenn Sie sich an die Lehren des Kodex halten, wird er Sie vor der Blendung der Häresie bewahren. Mein Glaube ist unerschütterlich. Ich werde nicht zögern. Hm. Gut. Ja, musst du wissen, ne? Ja, das ist zu erwarten. Neue Kriegsausrüstung. Ja. Das war nichts. Vermutlich von der Operation. Die Apothekari müssen sich um Wichtigeres kümmern. Beim Kampf gegen diesen Carnifex wurden mehrere ihrer Hauptorgane schwerst beschädigt. Und in diesem Zustand haben sie sich einer Radikaloperation unterzogen. Ihr Körper wurde von Kopf bis Fuß aufgerissen. Wenn dabei ein Fehler aufgetreten ist und dieser unentdeckt bleibt, könnte sie das ihr Leben kosten. Bruder, so etwas darf nicht nochmal geschehen. Die Apothekari haben zwar nicht genug Zeit für eine gründliche Diagnose, aber ich schon. Also setzen Sie sich. Das wird eine Weile dauern. Titus, Ihre Biometrik ist zwar suboptimal, aber für den Kampf ausreichend. Ich finde keine Erklärung für die Symptome, die bei Ihnen aufgetreten sind. Dann werde ich wieder meinen Pflichten nachgehen. Der Segen des Omnisire sei mit Ihnen. Eine Frage. Was wissen Sie über Erzmagos Nosix Forschungen? Solches Wissen findet man nur auf den Gipfeln von Olympus Mons. Ich bin ganz sicher nicht mit dem Thema seiner Arbeiten vertraut. Ich kann nur beten, dass es Aufzeichnungen über seine Forschung gibt. Dann wollen wir mal gucken. Ja, ich bin nämlich auch gerade drin. Schützenboltgewehr. Stalkerboltgewehr. Okay, also das, was man alles so findet. Tatsächlich, ja. Ja. Oh, Energieschwert ist natürlich ein bisschen besser. Ja. Besser zumindest als die Kettenschwert. Gut. Tatsache, ja. Das nächste Mal der Hammer. Eieiei. Na gut. Nehmen wir das Schwert hier mit. Na gut. Ach so, das sind die ganzen Data-Geschichten. Dann mal rein in den Dreck.
Ja. Yeah. Hast du keine Schmerzen? Ein richtiger Jarhead. Das finde ich ist ein sehr gelungener Ladescreen. Ja, dass du halt wirklich nebenbei so ein bisschen lesen kannst, okay, was ist zu machen. Ja. Ich habe schon was überlegt dabei. Das finde ich gut. Na, Hauptsache trotzdem keine Ratten oder irgendwie sowas. Ratten magst du, sagst du. Oh, allein wenn ich schon Flammenwerfer wieder sehe, ey. Ich ja. Renne. Ganz geil aus oben. Das ist wirklich geil. Holy shit. Alter Finne. Das werden wir bald. Wir bleiben mal hier stehen eher. Ja. Du leuchtest ein bisschen. Ich weiß. Warum tut er die Dinge? Weil er es gut findet. Ach so, na gut. Ja. Maschinenseher, Aufzug Reparatur nicht abgeschlossen. Bitte heilige Wartung durchführen. Der Aufzug ist außer Betrieb. Wir müssen ihn irgendwie mit Energie versorgen. Servus, Chef. Auch nichts hier. Wir brauchen einen funktionierenden Aufzug. Benutzung ohne vollständige Reparatur nicht empfohlen. Im Kontrollraum können Sie die Sicherheitsprotokolle auf eigene Gefahr außer Kraft setzen. Da oben! Das ist der Kontrollraum! Der Haupteingang ist zerstört. Ich habe eine alternative Route gefunden. Check das Display. Durch die Tür. So viel Zerstörung und keine Tyranniden in Sicht. Sie sind da. Beobachten. Tyranniden! Löscht die aus! Wo? Tötet sie! Hier drinnen! Lapaloma, oh hey! Einmal muss es vorbei sein! Oh lol, was ist das für ein Angriff? Okay, also das Energieschwert? Das, ja, das, ne? Kann ja. man mal auspacken. Ja. Lass ich den mal ein bisschen raushängen, du. Ja. Besser ist. Hier mal kurz gucken. Oh, das sieht hier sogar ganz gut aus eben. Multimelter. Aha. Okay. Es sieht stellenweise. Also der eine Exekution. Wenn dann das Schwert so. Was zur Hölle ist was das denn? Was denn? Was hat er denn jetzt? Holy shit, was? Boah, ja. Das ist ein Multimelder. Multimelder. Ja. Ja, dann melde mal los. Ja, ich behalte ihn mal ein bisschen. Ja. Ab aufs Meldeamt. Wow. Weil ich sagen wollte. Achso, das ist so ein. Diese eine Exekution da, wenn er das Schwert da von oben reinrammt und dann so rauszieht, das sieht aus wie so ein Laserschwert. Echt, wa? Ja, ja.
Okay, krass. Das muss ich sehen. Ja, das. Wo ist der Lotschnetzeln da? Der Kontrollraum könnte inaktiv sein. Wir finden einen Weg auch ohne die Steuerung. Wir werden in jedem Fall sehen, euch vor ihren Leuten. Also im Grunde eine Schrotflinte. Flammenschrotflinte. Quasi. Ja, das war's. Siehst du. Oh, oh, wie der noch glüht, Alter. Ja? Nice. Voll geil. Schön, dass es so geil leuchtet. Ja. Mag ich. Das ist das Master-Schwert von Zelda. Ja, nun. Das ist eher dein Metier. Das ist mein Metier. Hier, Stimpak, falls du brauchst. Ich hab ja, ich bin hier gerade in den anderen Hallen gerade. In den heiligen Hallen? Ja, kann man so tatsächlich sagen. Was eben das? Wie kommen wir denn hier wieder weg? Aber wahrscheinlich müssen wir hier den Fels wegmachen oder was? Aber kann ich nicht, wird nicht angezeigt. Ach, aber jetzt wird da das Ziel angezeigt. Oh. Boah, Mann, was ist denn das? Ja, gleich im Wunder, wenn du da so ein dickes Rohr in der Hand hast. Ja, ich bin ich nicht gewohnt. Ja, ja. Okay, da wird aber jetzt nicht erwartet. Das, Das machen eher andere für mich. Ach so. Oh. Ja, Sniper. Sniper. Man auch noch nicht mal so richtig hin. Nee, 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 so nicht. Oh, komm her. Granate. So Blendgranate, Schockgranate, aha. Das ist... Hui, geil. Rückensteuerung vor uns, Bruder. Damit kommen wir ins Ziel. Oh, Schockgranate nehme ich mal mit. Ja, schockierend ein bisschen. Ist es wirklich? Passt aber so ein bisschen zum Schwert. Ja. So rein farblich so. Ja, durchaus. Ausrüstung einsatzbereit. Okay. Hätte das ein Ort gebaut. Könnte ein Weilchen dauern. Ja, klar. Weißt du, was mich das hier erinnert? So ein bisschen mit den Brücken? Dresden. Sei nix zu. Trifft mich jetzt schon ein bisschen. Ach, nur weil dir eine Brücke da eingestürzt ist. Immer gegen die Ossis. Schön. Frech. Sensorensuche läuft. Oh. Ja, Scharfschütze. Da kommen aber auch gleich Massen, ey. Mhm.
Nee. Ich habe keine Energie mehr. Ja. Also wirklich komplett leer. Deswegen muss ich den mal ganz kurz hier finishen. Ja. Oh ja, du hast ja wirklich... Oh, bist doch bei null, bist du ja. Ja, genau. Ich mal nicht heilen kann oder sowas? Nein. Hier liegt aber auch kein Stimpack rum, ne? Ich glaube nicht. Hier nochmal kurz gucken. Nee. Leider nicht. Leider nicht. Ja, vielleicht haben wir da vorne vielleicht mal Glück. Ja, vielleicht. 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 Sir, Sie scheinen wieder ganz der Alte zu sein. Haben die Apothekari ihren Zusammenbruch deuten können? Apo was? Afrikaner. Wie ihr wünscht, mein Gott. Scheiß Gift. Dinger schon wieder. Sprenggranate. Ja, sieht ein bisschen mau aus hier mit Heilung. Tatsache. Nö. Da ist nichts. Was ist denn hier? Ach, von hier sind wir gekommen. Ja, ja, genau. Yeah. Hier von auf der Seite ist auch nichts? Nee. Nee. Naja. Das war ja ein bisschen dürftig. Ein bisschen, ja. Kontrollraum ist auf der anderen Seite der Tür. Das ist es. Und da das so dürftig war, dürfte ich mal eben die Tür öffnen. Siehst du, oh. Da hast du noch eins. Jawollo. Ramm mir das Zeug in den Arm. Ja. Mittag. Auch nicht überlebt. Schwächlinge. Wer nicht überlebt? Ja, also die hier. Ja, nö, die, nö. Warum auch? Die ja. Können ja nix. Die haben ja keine Rüssi zu reagieren. Ach, doof. Es hat funktioniert. Jetzt runter. Sehr praktisch. Es gibt eine Abkürzung über die Dächer im Osten. Gut. Weiter. Weiter. Mein Gott, weiter. Diese Kreaturen dazu, diese Anlage anzugreifen. Oh Gott, wenn ich das schon sehe jetzt hier. Oh nein. Oh nein. Ja, ich glaube, wir müssen uns erstmal ein bisschen mehr aufrüsten und dann ist es nämlich schon wieder soweit. Ist das so? Es ist schon wieder soweit. Die Zeit rennt mit dem Game. Die Zeit. Ah, alles klar. Na dann. Also ich bin aufgerüstet. Wir können genau hier in der nächsten Folge wieder starten. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss.